Idiotentest Part 12. Versteht ihr, weil die Dame für den Wert 12 steht? Darfst du auf Pause drücken und in Ruhe nachdenken. Das ist ein Klassiker, aber vielleicht kennst du ihn noch nicht. Ein Schläger und ein Ball kosten zusammen 1,10 Euro. Der Schläger ist 1 Euro teurer als der Ball. Wie viel kostet der Schläger? Drück ruhig Pause. Okay, Achtung. Falls du jetzt 1 Euro im Kopf hattest, dann gebe ich dir noch eine zweite Chance. Drück nochmal Pause, denk nochmal nach, 1 Euro ist falsch. Die Lösung lautet, der Schläger kostet 1,05 Euro und der Ball 5 Cent. Weil der Schläger ja 1 Euro teurer ist als der Ball. Würde der Schläger 1 Euro kosten, würde der Ball 0 Cent kosten und das wären zusammen nicht 1,10 Euro. Denk in Ruhe drüber nach, das ergibt Sinn. Liegen 5 Äpfel, du nimmst dir 3 weg. Wie viele Äpfel hast du? Richtig, du hast 3. Du hast dir 3 weggenommen. Das ist die dümmste Frage ever. Berlin schreibt man vorne mit B und hinten mit H. Stimmt das? Ja, es stimmt. Berlin schreibt man vorne mit B und hinten mit H. Versteht ihr? Like and follow für Part 13.